Hallo YouTube, willkommen zu Part 3 meiner GameCube Collection. Das erste Spiel, was ich euch in diesem Part vorstelle, ist PN03 oder Project Number von Capcom. Ja, was ist das für eine Spielart? Ich würde mal sagen, das ist der inoffizielle Vorgänger von Vanquish, weil auch von Shinji Kami, wenn man so sieht, geht es eigentlich in dieselbe Richtung. Man spielt diese Frau, ich weiß nicht, wie die heißt. Früher dachte ich, das wäre Jill Valentine, ist es aber nicht. Steht das hier irgendwo? Ne, leider weiß ich. Ich glaube, Vanessa hieß die. Bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das so ein Action-Baller-Spiel. Ich fand es eigentlich damals ziemlich cool, ist aber ziemlich gefloppt, das Spiel. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch an dem Spiel fand, war diese Bewegung, wenn sie geschossen hat. Da hat sie immer mit ihrem Hintern so, immer so gewackelt. Aber sonst fand ich das nicht schlecht. Also, echt ein cooles Spiel von Shinji Kami, finde ich. Und ist exklusiv für den GameCube, glaube ich, nur erschienen. Sollte man sich in seine GameCube-Sammlung holen, meiner Meinung nach. So, das nächste Spiel ist von Nintendo. Ein exklusives Spiel natürlich dann Paper Mario. Die Legende von Anuntor. Oder, ach ja, ich kann das Wort ja. Anuntor. Hat deutsche Bildschirmtexte. Ist ein super schönes RPG-Rollenspiel. Schöne Welt. Leider habe ich immer noch nicht den Wii-Teil, aber den werde ich mir auch noch kaufen. Also ich liebe das Spiel, ich musste mir das damals, ich habe das schon mal gehabt, aber ich habe das dann nochmal umgetauscht, weil ich weiß nicht, ob das der letzte Endgegner war, aber nach der Sprechszene ist das Spiel immer bei mir hängen geblieben und deswegen konnte ich es nicht weiterspielen. Habe es mir nochmal irgendwann neu gekauft, aber habe es dann nicht mehr gespielt. Sollte ich mal tun, weil ich den Spielstand noch gespeichert habe. Ist aber sehr zu empfehlen, sehr lustig, sehr viel Humor, also echt ein schönes Spiel und exklusiv für den GameCube. Schönes Mario-Rollenspiel in dieser, ja, was ist das, 2D-Papierwelt oder wie man das dazu sagt. Also ich finde es einfach lustig, schön, also gefällt mir. Sollte man auf seinen GameCube haben. Dann eine Sega Dreamcast-Umsetzung oder beziehungsweise zwei. Und zwar Phantasy Stars Online Episode 1 und 2. Die habe ich auf den Dreamcast. Episode 1 habe ich damals auf dem Dreamcast so gesuchtet wie irre. Da habe ich so oft online gespielt. Das waren noch Zeiten bis, keine Ahnung, am Wochenende von 11 bis 7 Uhr morgens. Freunden zusammengespielt, in der Lobby einfach nur abgehangen. Ja, das war cool. Ist eben Online-Spiel gewesen. Kann man aber auch offline auf der GameCube spielen, zu viert sogar. Das finde ich besser, aber sonst, ja, ist eben, wie kann man das sagen, du läufst durch die Welt, schießt dann halt mit so Laser-Plasma-Waffen die Gegner ab oder mit einem Schwert und du kannst dich aussuchen, ob du so ein Asteroid, Roborit, wo die Dinger hier heißen, diese hier, oder Mensch, oder eine Elfe oder was das da war. Und kannst ja die Fähigkeiten aussuchen. Ich fand's sehr cool. Und man kann noch so, ja, so Begleiter, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie hießen die nochmal? Die hat man über die Schulter, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Auf dem GameCube macht's halt mehr Spaß, meiner Meinung nach, weil man es auch zu dritt, zu viert, zu zweit online am einen Fernseher, nicht online, also zu viert oder so, zu zweit, zu dritt, also am einen Fernseher spielen kann. Auf der Dreamcast macht's mir nur online Spaß, aber da die Server ja nicht mehr oben sind oder vielleicht irgendwie eventuell von Privatleuten was da gemacht wird, weiß ich nicht, aber so hat es mir viel Spaß gemacht. Auf dem Dreamcast war es cool, auf der GameCube ist es auch cool. Ja, sehr zu empfehlen. Dann ein Teil, von dem ich total enttäuscht war. Ist optisch zwar schöner. Phantasy Stars Card Revolution, Episode 3. Offline und online ging das Spiel, habe ich nie online gespielt. Habe ich auch nicht gespielt, ich bin ehrlich, das hat mein Bruder mehr gespielt als ich, weil das war so. So Yu-Gi-Oh! Mäßig. Vielleicht sieht ihr das sogar hier, diese Karten. Musste man mit Karten angreifen, das fand ich total irgendwie blöd. Optisch war es viel schöner als Episode 2 und 1, mit schönen Lichteffekten, aber das konnte mich nicht so begeistern, also deswegen habe ich es auch nicht durchgespielt. Mein Bruder hat das, glaube ich, mal durchgespielt, ich nicht. Also, für Yu-Gi-Oh!-Fans zu empfehlen, also ich fand es jetzt nicht so gut. Dann ein Pokémon-Spiel. Ja, ich bin jetzt zwar nicht so der Pokémon-Fan, aber ich muss sagen, Pokémon Colosseum hat mir sehr gut gefallen. Da war auch eine Memory Card, glaube ich, bei. Yep. Und hier sind auch noch die Aufkleber. Gibt ja noch einen Teil für den GameCube, der Dunkle Sturm. Den will ich mir unbedingt auch noch kaufen. Und das Naruto für den GameCube. Und ein paar andere GameCube-Spiele. Dann wäre ich sehr glücklich. Ich fand das irgendwie sehr schön, weil es so mehr RPG-mäßig war. Die auf den N64-Teile, die waren ja. Ja, diese Arena und diese Snap. Das war auch zwar cool, aber. Hier mit dem Spiel hatte ich meine Freude, hat mir sehr gut gefallen, auch dieser Anime-Style, kam sehr gut auf den GameCube rüber, ja, sehr zu empfehlen, vor allem für Pokémon-Fans, würde ich mal sagen.
Den dunklen Sturm, ja, wie gesagt, den muss ich mir noch besorgen. Das ist ein schönes Spiel. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Für Rollenspielfans und Pokémon-Fans. Dann ein Survivor-Horrorspiel kennt wahrscheinlich jeder. Resident Evil, das Remake von der PlayStation 1. Mein Gott, wo ich das damals das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh oh, ist das geil. Und das sieht auch geil aus. Und auf der Nintendo Wii gibt es das hier auch. Und die Wii-Version hat ja nicht so eine gute Bewertung bekommen, was ich nicht verstehe, weil optisch finde ich das Spiel immer noch sehr, sehr schön. Eines der schönsten Horror-Survivor-Games. Sieht ihr das ein bisschen? Hammer. Also ich finde es geil. Habe ich auch komplett zu 100% durch. Alles freigemacht, was man freimachen konnte. Kriegt man ja von Ende noch von Capcom so geschrieben, danke, dass du Resident Evil komplett durchgespielt hast und alle extra Dinge da gemacht hast. Steht denn da am Ende, bevor der Abspann kommt. Ja, total geiles Remake, sehr zu empfehlen, eines der schönsten und besten GameCube-Spiele. Dann kam Resident Evil Zero, ich weiß nicht, kam das vor oder nach Resident Evil Remake. War eigentlich zuerst für die N64 geplant, wurde dann gecancelt und auf der GameCube veröffentlicht. Hier spielt man Rebecca und, steht das da irgendwo? Ich meine immer noch Steve, aber ich, ne, nicht Steve, wie hieß er denn nochmal? Keine Ahnung, aber man hatte hier das neuartige Partnersystem, dass zwei Figuren zusammen gleichzeitig spielen. Und ist auch gut, aber war jetzt nicht mein Lieblingsteil. Muss aber sagen, wenn es zu zweit gegangen wäre, so an einer Konsole, würde es mir besser gefallen als fünf, weil es hat noch irgendwie so Elemente von des alten Resident Evil, dieses Survival-Überleben und nicht unendlich, unendlich Patronen. Heute ist wieder Wochenende, man merkt es. Und die Batterien gehen ja so eine Scheiße. Entschuldigung. Ja, sehr gutes Spiel eigentlich. Gibt es auch für die Wii günstig. Kann man sich auf beiden Konsolen kaufen. Oder halb auf GameCube und dann auf Wii spielen. Ja, dann mein Lieblings-Resident Evil. Resident Evil 2 für die Nintendo GameCube. Ja, ist eine. Ich würde mal sagen, es gibt. Es ist PS1-Spiel eigentlich. Gab ja dann auf Sega Dreamcast. Und die haben das, glaube ich, auch von der Sega Dreamcast umgesetzt. Weil es ist optisch ein bisschen schöner und es ist auch schneller als das PS1-Spiel. Aber egal auf welcher Konsole oder ob PC, Resident Evil 2 ist ein Muss für jeden Survivor-Fan. Ist ja leider indiziert worden. Warum, weiß ich nicht. So schlimm finde ich es jetzt nicht. Es gibt schlimmere Spiele, aber Resident Evil 2 ist storymäßig, soundtrackmäßig einfach nur ein geiles Spiel. Und ich muss sagen, das englische Cover ist aber auch ein deutscher Spiel. Sieht besser aus als das deutsche Cover. Ja, Resident Evil 3 mit Nemesis drauf. Kam ja 1999 für die PS1 raus. Die GameCube-Version kam, glaube ich, 2003 oder 2 raus. Auch ein bisschen verschönert worden, auch schneller, aber ungeschnitten, weil es ja die PAL englische Version ist. Und aber auch in Deutsch dann. Und ja, auch ein cooles Spiel. Nicht der beste Resident, aber ich finde ihn trotzdem noch sehr gut. Also, ich mag es, weil man da Jill spielt, weil es noch in Raccoon City spielt. Viele stört Nemesis mich nicht. Ich fand es auch irgendwie cool, dass der da immer rumgelaufen ist. Hat mir immer ein bisschen Angst gemacht. Cooles Spiel auch. Dann Resident Evil Code Veronica X. Ja, ist eine PS2-Umsetzung, wenn man so sagt, kann, so sagen kann, ja. Also das erste Mal erschien Resident Evil Code Veronica für die Xbox, genau, für die Sega Dreamcast. Da haben aber 10 gefehlt. War aber damals ein cooles Spiel. Dann kam Veronica X raus. Erst die PS2. Da waren dann neue Szenen dabei, wo der zum Beispiel Wesker gegen Alexia kämpft. Bei der normalen Dreamcast-Version ist Wesker einfach abgehauen, weil er eine drauf bekommen hat. Bei der X-Version haut Wesker der eine aufs Maul. Und der Kampf mit Chris ist ein bisschen cooler gemacht. Und ja, da waren noch ein paar andere Szenen. Sehr zu empfehlen. Und ja, eins der besten Resident meiner Meinung nach. Weil man findet auch hier immer noch Berichte von Hank, obwohl Hank nicht dabei ist. Aber man hört was von Hank, das fand ich auch cool. Chris sieht ja noch nicht aus wie so ein Gorilla, sondern cool und noch normal, finde ich. War damals eines der gruseligsten Spiele auf der Sega Dreamcast für mich. Sehr zu empfehlen. Ob jetzt Dreamcast, PS2 oder Ach, ich wollte schon wieder Xbox sagen. GameCube. Das letzte Spiel ist Resident Evil 4. War bei mir im Pack bei, weil ich mir den GameCube geholt habe mit der Resident Evil 4 Spiele-CD und der Demo. Die Demo habe ich leider nicht hier liegen, aber die habe ich. Oder ist die hier drin? Nee, habe ich jetzt nicht hier drin. Ja, auch ein cooles Spiel. Ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Resident Evil 4. Gibt es für die PS2 in einer schönen Steelbook? Gibt es auch in der normalen Hülle? Gibt es für den GameCube, wie ihr hier seht? Gibt es für die Nintendo Wii? Gibt es für den PC? Und es gibt demnächst in Japan das Remake mit Code Veronica auf Disc und Xbox, glaube ich. Wir kriegen es nur als Download, als HD-Version. Ich finde es okay, das Spiel ist es cool, aber es ist kein Resi deswegen. Also, es ist Resi, aber für mich nicht mehr wie die alten Teile von 1 bis 3 oder Code Veronica. Jetzt gibt die Kamera fast um, das ist ja wieder alles super hier. Ja. Tolles Spiel. Warum bleibst du nicht stehen?
Kann ich auch empfehlen. Aber wie gesagt, die ersten drei Teile finde ich besser in Code Veronica. So, das waren meine 10 Spiele in Part 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich mich diesmal wieder oft versprochen habe. Warum auch immer. Vielleicht zu wenig Schlaf oder einfach zu Nervosität hier, was ich eigentlich nicht mehr bei fast 300 Videos sein müsste. Aber gut, das war's von mir. Ich sag auf Wiedersehen und ich hoffe, ihr hattet trotz diesem kleinen Fehler mit der Kamera oder dem Versprecher wieder eure Freude an dem Video. Und ich sag tschüss, tschüss.